und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute zocken wir Deathbound. Ein Spiel, welches wir uns schon in der Pre-Alpha-Demo angeguckt haben, vor knapp einem halben Jahr. Und mittlerweile ist das jetzt in der 1.0-Version erschienen im August. Und ja, wir starten einfach mal direkt rein. Wir machen mal hier einen neuen Save. Das Spiel ist von Triforge Studios und der Entwickler Tate Multimedia hat mir da auch einen Key gesendet. Und ich bin auch im Lurkit-Partnerprogramm von diesem Game bzw. von Tate Multimedia. Lady of the true faith and of the true path of those who breathe, hearest my clamor. Giveth us thy blessing, giveth us thy righteousness, giveth us thy peace at the end of our journey. Only thy word is true, only thy church is the path. Thou art the end, and in being the end, thou art the beginning. O Lady, I beg of thee, giveth us thy protection today, that we might make thee an offer of 1,000 infidels cut down by our swords. Postponeth today our inevitable end, so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. Yours to command, Sir Keoman. For Goddess Death! Devils! The day is ours, my Lord Purple. The cultists are in full retreat, further into the Forbidden City. Shall I pursue? No, Sir Therone. You have another duty of paramount importance. Bring me Solon Legionis. You and Aetolos must move through the underground. Release the old subjects as you do so. Which ones? As many as you can. All of them. But the people on the streets? Alerna, the Church of Death is inside Akratia. It is too late. What matters is that you live, and with you our knowledge. What about you? Ganzen Story-Aspekt, da kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, in der Alpha-Demo. Ist, glaube ich, jetzt neu dazugekommen. Ich meine, ist jetzt auch schon 6 Monate rum, seitdem ich die Demo gespielt habe. Okay, alles klar. Also ich weiß, dass ich, als ich die Demo gespielt habe, hatte ich eigentlich zwei sehr, sehr große Kritikpunkte. Das war einmal die Performance, wo ich das damals auf... Warte, ich habe
das, glaube ich, auf Slow gespielt. Achso, hier, meine Soldaten sind da drinnen. Dann sprechen wir mal mit dem. I've followed you proudly since this hallowed banner was first raised. I've abandoned kin and home for the only church's cause. Please, sire, I beg of you, allow me the grace of rejoining Our Lady by the blade. It will be my honor, good woman. And take heart. The service of the devoted never goes unnoticed. Thank you. Any last words, soldier? Find those heathen bastards. Give them a kiss of steel in Lady Death's honor. Do you accept death? With all my essence. Nice. Das wäre cool. So. Ja, wie gesagt, also ich hatte in der Alpha-Demo hatte ich zwei große Kritikpunkte, die ich mich jetzt zumindest noch erinnern kann. Das war einmal die Performance, die war wirklich unter aller Sau. Aber gut, deswegen war es ja auch eine Alpha-Demo. Und das zweite war, dass diese Dodge-Rolle, oder beziehungsweise gibt es keine Dodge-Rolle, sondern hier gibt es nur so ein, naja, so ein Ausweich, so einen normalen Dodge, sagen wir es mal so, dass der sich angefühlt hat, also vor allem bei Gegnern, also wenn man gegen einen Gegner kämpft, dass es sich angefühlt hat, als ob alles in Zeitlupe ist. Beziehungsweise ist es mit Absicht in Zeitlupe gewesen. Mal gucken, ob sich das jetzt verändert hat oder nicht. Okay. Haben wir hier wie ein Better Person. Ja, das Spiel selbst sieht man ja so ein bisschen, das spielt in so einem, man könnte sagen, futuristischem Mittelalter. The writings of the first man. Yes. May the lady watch over me, for I'm surrounded by heresy. Okay, es war klar, dass ich da nicht reinkomme. So. Dagegen sagt mir aber auch gar nichts. Ich glaube, ich in der Demo damals was komplett anderes gespielt. Das heißt, wir haben hier auch einmal einen normalen Parry. Hier mit dem Schild. Dann haben wir, können wir ganz normal blocken und wir können angreifen. Das Spiel selbst ist ja wie gesagt ist ein Souls-like. Falls ihr jetzt das Video zu der Demo nicht gesehen habt, ist letztendlich ein Indie-Souls-like aus Brasilien und ist sehr gut bewertet bei Steam. Zumindest unter den englischen Reviews, da gibt es nicht so viele davon. Weil die meisten werden wohl eher auch portugiesisch sein. Denn die brasilianischen Fans sind ja bei sowas auch richtig scharf drauf, wenn halt aus ihrer aus ihrem eigenen Land ein Spiel rauskommt. So, okay, dann gehen wir mal in den Fahrstuhl. Funktioniert der jetzt? Oder? Ah ja, okay, der funktioniert. Aha. Also ihr spielt sozusagen dann nicht nur einen Charakter, sondern ihr spielt vier verschiedene Charaktere. Die schalten wir nach und nach frei. Das heißt, zurzeit haben wir nur diesen Ritter. Später werden wir einen Magier freischalten. Dann werden wir jemanden. Ja, klar. Das ist hier unser Heavy Attack und das ist unser Fast Attack. Und später werden wir auch jemanden freischalten, der so ähnlich wie im neuen Elden Ring DLC, also nicht im neuen, aber im Elden Ring DLC, im Shadow of the Earth Tree, da gibt es ja auch jemanden, der einen Tanzkampf hat. Tanzkampf, Kampf, Tanz, wie auch immer. Und hier ist es genau auch der Fall. Das heißt, einer von den Charakteren, der kann dann brasilianisches Capoeira. Das heißt, er kämpft dann halt nur mit Füßen. Wie war nochmal Sprinten hier? Ja, das hat es mir ja gerade gezeigt, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Boah, so. Können wir das aufmachen? Ja, okay. Ja, jetzt funktioniert es auf einmal. Komisch. Wäre eigentlich hier eine Sprungtaste? Ne, ich glaube hier eine. Ja, wir haben auch eine Taste zum Ducken, glaube ich, ne? Ja.
Was? Use your sheet to block incoming attacks. Okay, das ist schon klar. Angriffe, wenn man blockt, braucht das Stamina, gut wie in jedem Souls-like. Press block the moment you are hit, perform a perfect block, increasing damage absorption and using stamina. Okay, das heißt, es gibt einen normalen Block und einen perfekten Block. Das heißt, das war jetzt ein perfekter Block und das war ein normaler Block. Das sieht man durch einen großen Unterschied, was das betrifft. So, okay. Okay, den Lock-On, den weiß ich schon. Und wir können hier auch hin und her tauschen. Das kenne ich auch schon. Aber haben wir hier einen Backstep, ist die Frage. Ah, okay. Entweder ich habe ihn verkackt oder... Hä? Stamina seht ihr übrigens auch links unten. Das heißt, da seht ihr gleichzeitig die Ausdauer und auch das Leben. Das heißt, das Leben ist sozusagen, also wenn ich hier schwinge, dann seht ihr, das geht hier halt runter und das ist dann halt rot angezeigt. Aber dadurch, dass ich halt so viel Leben habe, habe ich auch sehr viel Stamina. So. Das heißt, soweit ich weiß, war das noch genauso, dass wenn man wenig Leben hat, hat man auch wenig Stamina. Okay, das war ein scheiß Block. Und der Sinn vom Fight, also vor allem später, ist dann halt, dass man zwischen den Charakteren die ganze Zeit hin und her wechselt. Also nicht wie bei Mortal Shell zum Beispiel. Ja, was? Achso. Dass man bei Mortal Shell halt zwischen den Charakteren immer wechselt, aber nur immer ein Charakter spielen kann, sondern kann man immer zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Was für unholy creatures have you unleashed upon this earth, heathen dog? What deranged blasphemy were you trying to achieve here? Speak! And lessen the burden you'll have to carry on your way to the one true goddess. It's too late. Crusader of death, we have failed our goddess. And the entire cult of life will pay for our hubris. Spare me the senseless drivel, Essence Mouncer. Where is your master? Where is Solon Legionis? Rot your essence, church dog. So be it. Kann ich den jetzt auch killen, oder? Ah, nice. No. Not your lady. Never her. We have not forgotten our mother. Okay. Killt das sich jetzt selber, oder was? Oh ja, tatsächlich. Was? Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Warte mal, konnten wir da auch noch weiter? Ne, oder? Okay. So, was ist das? Avoid enemy attacks using dodges. Genau, das ist ja der Dodge. Achso, man kann in bestimmte Richtung ausweichen. Na gut, das ist auch schon klar. Oh, das hat nicht so funktioniert. Boah, Alter, wie schnell schwingt denn der? Ich wollte jetzt einfach mal probieren, ein bisschen auszuweichen. Na, machen wir nochmal. Alter, der geht ja richtig hinterher. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Uff. So, ihr seht jetzt sozusagen, dadurch, dass ich sehr wenig Leben habe, habe ich auch gleichzeitig sehr wenig Stamina. Das heißt, das System ist ja ein bisschen anders. Also Leben und Stamina, das ist wie... Ja, die zwei Puzzle, die, oder Puzzlesteine, die zusammengehören. Also was in Death Bound Stamina bei Overlaps with the Count Health bei, ja gut, das habe ich schon verstanden. When you lose health, maximum stamina is reduced, ja genau. Genau das ist das, was ich gerade erklärt habe. So, das war jetzt natürlich, ich habe ein paar Hits zu viel genommen, aber macht ja glaube ich nichts am Anfang. So, hier können wir auf jeden Fall nicht hoch. So. Das ist corruption is spreading. Oh, schade. Ich dachte, das wird jetzt irgendwie. Hä? Willst du ihn tun? Muss jetzt mal her, oder? Oh, scheiße, ich habe ja vergessen, dass ich wenig Stamina habe. Okay.
Ich hätte es eigentlich cool gefunden, wenn das dunkel geblieben wäre. Und ich dann irgendwie schwerer die Gegner gesehen hätte oder so, aber gut. Das Problem ist aber, glaube ich, jetzt, wenn ich, oder was ich jetzt haben werde. Die Essence Monsters are indeed breeding Abominations. Die produzieren hier Kreaturen. Alter, was ist das für ein fetter Handschuh, bitte? Das Problem ist jetzt aber, da ich das so viel Leben verloren habe, habe ich irgendwas zum Heilen. Mystischer Bonus. Aber nur, wenn ich zum Einsatz. Nur mein. Ja. Ich habe hier noch irgendein Item. Aha, okay. Dann habe ich hier einen Key, was ist das? Achso, warte mal, ich wollte. Dodge, glaubst du, Stamina? Ne, warte mal. One sprinten. Ja, LS halten und. Achso, A muss ich. Ah, okay. Gut, bei jedem anderen Spiel ist es halt B und nicht A. So. Hier gibt's gar nichts. Keine Items irgendwie, die ich einsammeln kann. Mal, was ist damit? Muss ich das kaputt machen? Ne. Anscheinend, oder? Rechts so hier. Nee. Das geht nicht kaputt. Also ich weiß, dass ich in der Demo ja nur eine bestimmte Gegend gespielt habe. Die sieht man hier noch nicht im Spiel. Ich denke mal, die kommt dann irgendwann bald. Da fand ich das ein bisschen schade, da halt alles gleich aussah. Aber das kann ich jetzt hier gar nicht dazu sagen. Also das sind, die Räume sehen sehr, sehr verschieden aus. Außer natürlich, dass die Türen alle gleich aussehen. Gut, ist das halt so. Ist ja wie so ein Krankenhaus, könnte man sagen. So. Oh, komm. Ich dachte echt, dass wie das Licht ausgeht. Das wäre richtig cool gewesen. Und ich muss natürlich nichts, also wenn ich was Negatives gegen das Spiel sage, dann ist das halt so. Also ich muss jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Vertrag mit dem Entwickler unterschrieben, dass ich nur Positives über das Spiel sage, sondern ich kann über das Spiel halt sagen, was ich will. Sonst würde ich mir die Keys von den Herausgebern auch gar nicht holen, wenn ich irgendwie verpflichtet wäre, nur Positives zu sagen. Weil ich, das ist das, was ich irgendwie am meisten hasse, dass man heutzutage einigen YouTubern nicht mal mehr damit trauen kann, weil sie halt irgendwelche Verträge unterschrieben haben und das dann nicht mal sagen. So. Was denn, Alter? Ja, ich dachte, ich muss das irgendwie berühren oder so. Hm. Was ist ein Herz? Ich wollte gerade sagen. Sieht wie ein Herz aus. Okay. Nicht hier, ne? Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Da, kann ich am Rand lang? Nee. Hä? Bin ich dumm? Bin ja hier rein, kann ich auch nicht wieder raus, ne? Was? Okay. Bin ich gerade blind, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt blind bin. Wo soll denn das jetzt hier weitergehen? Alter. Oh mein Gott! Junge! Das ist doch nicht dein scheiß Ernst! Meine Fresse! Oh, ich habe so wenig Leben. Hat mich dieses Scheißvieh erschrocken. Ah, okay, also das mit dem Dodgen ist anscheinend immer noch so. Dass wenn du gegen fette Bossgegner kämpfst, dass das lang, dass du dann langsamer bist. Hä? Dann machst du jetzt mal was? Oder wie sieht's aus? Okay, war ein bisschen komisch. Das Problem ist, ich habe jetzt gar kein Stamina. Also ich kann mir das jetzt absolut nicht leisten, hier zu verkacken. Also ich habe auch gar kein Leben. Das
muss man dazu sagen. Boah, Alter. Ja, der Dodge hat irgendwie funktioniert. Weiß nicht wie, aber das hat funktioniert. Oh mein Gott. Ja, ich bin tot, oder? Nee, okay. Noch einen Hit kann ich aushalten. Aber ich kann nur zweimal hitten. Und dann habe ich kein HP mehr. Uff. Was? Hat er mich erwischt? Nee. Zwischensequenz hat einfach angefangen, oder? Was? Wirklich? Okay. Habe ich aber Schweineglück gehabt. Ich hatte ja gar kein Leben mehr gehabt. Wieso ist diese Zwischensequenz so früh gekommen? Okay, und das Vieh lebt immer noch. Ich dachte, das sind jetzt irgendwie zwei Dinge. Also entweder wie halt in manchen Souls-like oder Soulsborne-Spielen, dass halt der erste Boss einfach unbesiegbar ist in dem Sinne, dass du den einfach gar nicht killen kannst und du den gar nicht killen sollst. Oder dass du den killen musst, aber halt natürlich bis zum Ende killen musst. Ich habe gerade mal 11% seines Lebens abgezogen ungefähr. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Und dann kam halt die Zwischensequenz. Also ich habe Beine viel Glück gehabt. Okay, absorbieren, was auch immer das jetzt heißt. Weil den Boss gab es auch nicht in der Pre-Alpha-Demo, die ich gespielt habe. Ich habe den Key schon auch früher gekriegt, also für die 1.0-Version. Ich hätte theoretisch das schon Anfang August zeigen können. And I shall be known as Crusader of Death. Ah, jetzt bin ich jetzt in diesem Jenseits. Oder wie auch immer das war. Hier wird so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählt. Das kenne ich schon tatsächlich. Auch von der Pre-Alpha-Demo. Aber den Boss kannte ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Wie gesagt, hier wird ein bisschen die Story erzählt. Beziehungsweise die Hintergrundgeschichte wird in solchen Story-Segmenten erzählt. My apologies, young lord, but your father made it very clear. You are to finish your lesson. Now, continue. The four first deathly high priests, may our lady have them in her honor, were Saint Samanthea Hippocrate, Saint Manmin Ome, Saint... Go on. Saint Louis... Nun, das war ja passend. Während ich mit dem Schwert schwinge, unter dem kleinen I was to be a lord, Biron, a thief, with eine rein. Beneath me and a liege above. So, jetzt kommt wieder so eine Sequenz. There's nothing to fear, my lord. It is not the first time that I caught young Theron here in the chapel at this hour. You have a very pious son. Theron, come. Come, I command. Only our lady commands. Das heißt, man sieht halt die Kindheit von meinem Krieger, beziehungsweise dem, nicht dem Krieger selbst, sondern dem Charakter, den ich gerade spiele. Und dass er halt eine beschissene Kindheit hatte, letztendlich. But Goddess Death had other plans for me. Achso, ja, stimmt, hier muss man ein bisschen kämpfen. Das kenne ich auch noch ein bisschen. Hm, ja, alles andere kennen wir eigentlich schon. Was haben wir noch? Das ist ja Grown Humans, heißt Enemy Leaves Invulnerable. Genau, das heißt, wir können jetzt mal ein Press RB to execute Repose. Das heißt, nach einem Parry muss man genauso wie in anderen Souls-Likes einfach ganz normal den normalen Angriff machen. Das war aus. Oh. Ja, warte, das hat nicht funktioniert. Oh. Ah. Mein Gott, komm rein, komm. So, bam. Und das Timing noch ein bisschen. Na, komm nochmal. So. Das üben wir jetzt mal ein bisschen.
Bam. So, let's go. You are completely out of your mind if you imagine I would allow it. Our Holiness, the Deathly High Priestess, has summoned all the faithful. Stand aside, Father. These are my men, Theron. I am the Lord. Our Goddess Death is the true lady above all, Lord Sire. It is the duty of all believers. I gave you no need to speak. You are my father and my liege, but to threaten a holy servant of the church is heresy and treason. Ah, ja. Wegen seinen eigenen Vater. Our lives do not belong to us, nor to any worldly power. Nur weil er halt mine, an instrument of death. Der Königin. And in the end, Goddess Death will call my essence back to her. Do you accept death? Son! My son, please! Please! Do you accept death? With all my essence. Das Wort der Lehrer sozusagen. Als vorhin noch ein kleines Kind war. Was ist das? Der Vater und ist das? You insolent brat! You bastard son of a whore! Traitor! Traitor! Also eigentlich hat er ja nur gemacht, das was ihm seit der Kindheit beigebracht worden ist, dass man die heilige Göttin, beziehungsweise den heiligen Gott, wie auch immer, über allem stellt. I look forward to my death. Und halt, dass der Tod nicht das Ende ist, logischerweise, wie bei vielen Religionen. Ah, jetzt haben wir nämlich diesen iPod, ist das glaube ich, ne? Genau, heals active essence for 90 health and each inactive essence loses 30 health. Das heißt, diese vier, sag ich mal, Helden. Item Effect. Use supply essence initial skin powder. So. Stimmt, ich hab ja, warte mal, X und. Wie war das? Ah, ne, hier. X und RB, ne? Oh, hier. Ne. Funktioniert irgendwie nicht so richtig. Das sind die. Jedoch X und LB. Ja, das funktioniert aber nicht. Ja, nur X ist ja dann die Heilung. Das funktioniert. Aber X und RB, das Hin- und Her-Tauschen funktioniert eigentlich. Sollen wir mal gleich gucken. Machen wir mal das. Und jetzt müsste ich nämlich. Hä? Hä? Eigentlich müsste ich auch noch. Ich habe ja eigentlich noch Skins freigeschaltet. Irgendwie muss ich die anscheinend vielleicht anders aktivieren. Ich weiß echt nicht mehr, wie das war. Vibration.
Highlight Key Items jetzt irgendwo anmachen. Ach, ein Probier, ne, das brauchen wir nicht. Die Sprachen haben wir jetzt überhaupt? Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch. Ah, okay, Deutsch haben wir auch. Nee, nein, das sind viele Sprachen. Nee, nicht Spanisch. Dann wieder zurück auf Englisch, weil ich glaube, die Übersetzung aufs Englische oder ins Englische besser gesagt wird ein bisschen besser als ins Deutsche. Komisch. Na gut, gehen wir vielleicht mal irgendwann anders aus. So, okay, wir können dahin anscheinend. Also wie gesagt, dieses Segment, wo man halt die eigene Essenz, also ich spiele sozusagen eine Essenz von einem Krieger oder einem Ritter, wie auch immer. Das kannte ich schon ein bisschen, beziehungsweise eigentlich alles davon. Das willst du mich verarschen? Okay. Also das wusste ich jetzt nicht. Explodiert das Ding jetzt auch? Oh, ne, okay, das kann ich kaputt machen. Also an die Spinnen kann ich mich auch irgendwie nicht erinnern. Ist mir auch irgendwie neu. Aha. Machen wir hier lieber die ganzen Eier kaputt, weil ganz ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dass ich das später bereuen werde. Hier sind ja übelst viele, kann ich alle, ne, an der Wand kann ich nicht kaputt machen. Und an der Decke sowieso nicht. Machen die kaputt. Okay, da ist wieder ein Spinnchen. Weg mit dir. Oh mein Gott, Alter, das ist nicht dein Scheiß Ernst. Warte, was? Ist der jetzt auch explodiert? Hä? Weil ich eine Attacke von ihm ausgewichen bin, ist er explodiert? Oder war das jetzt nur komischer Zufall? Na gut. Oh, halt meine Presse. Ich bin das gar nicht gesehen mit seinem scheiß Drecksperr. Das können wir nicht kaputt machen. Hier die Kisten können wir kaputt machen. Was ist das denn? So, hier können wir hoch und wir können auch hier runter. Okay, und da vorne ist irgendein Item anscheinend. Wir heilen uns erstmal. Erstmal hier hoch. Irgendwas. Ein Gegner. Ja, da gibt es aber ein Item. Hä? Was ist das? Ja, wir holen uns erstmal das Item. Würde ich sagen. Naja, der Kollege ist tot. Das verstehe ich. Consume und dann. Ah, man muss X gedrückt halten. Ja gut, siehst du, das hat mir keiner gesagt. Das heißt, wenn ich hier zwischen den Items wechseln will, wenn ich jetzt zwei Items drin habe. Oh, fuck me. X gedrückt halten und dann RB drücken. Ja, das ist jetzt nicht so bequem. Tries to embrace the goddess call. I'm death. Okay. Steht auch da, ich used to apply Essence Mancer Initiate Skin to Haodai. Use it again, also eigentlich müsste das funktionieren. Weiß nicht, warum das Skin nicht funktioniert. Komisch. Naja, egal. So, ich nehme mal das Item auf. Was ist das? Blade Sharpener, was macht das denn? Na gut, 60 Sekunden mache ich mehr Schaden. Okay. Haben wir hier? Oder ist das? Ne, das ist wieder eine komplett andere Gegend. Ja.
Hier. Lars. Aha. Leaving a cloud of corrupted essence. Okay, also das ist... Nur wenn ich das dann später irgendwie werfen will. Hier ist auch nichts mehr anscheinend. Hier noch irgendwas? Nee. Aber ich kann hier auch runter. So, hä? Bin ich dumm? Ah, nee, ich bin ja vorhin da durchgegangen. Ah, ich bin... Verdammt. Ich hätte jetzt nicht irgendwie drunter gehen müssen. Aber ist ja egal. Bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Nochmal hier durch. So sind wir, wenn das Horn freigeschaltet hätten, aber gut. Oder beziehungsweise, dass hier dann einfach neue Gegner spawnen, weil man, wie ich, dummerweise aus Versehen die Treppe runterfällt. Dass man so ein bisschen dafür gepunished wird, dass man zweimal rennt. Also hier kann ich auch nochmal runter, aber ich würde sagen, ich hole mir erstmal den Item da. Der, die, das Item. Oh fuck, das war schlecht. Komm nochmal. Jetzt. Oh mein Gott. Ja, Parry muss ich noch wirklich lernen hier in dem Spiel. So, dann holen wir uns erstmal das eine Item. Dahinter ist noch eins. Faint. Ja, was auch immer das ist. 300 Erfahrung und 30 Leben. Ja, nehme ich. Kann ich das gleich benutzen oder wie ist das? Select. Achso, naja, stimmt, ich kann das ja. Wie ist das, ne? Da. Okay, 300 Erfahrung. So. Hier ist bestimmt zu, oder? Oder? Ja. Natürlich ist hier zu. Das heißt, wir nehmen jetzt unten das auch noch ein Item und wir können auch hier lang. Aber hier müssen wir da runterspringen. Ne, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen hier die Treppe runter. Treppe, Leiter, wie auch immer. Boah, kann man hier nicht runtersliden? Oh, das ist ja kacke. Nicht viel zu sehr an Dark Souls verwöhnt, ey. Dass man hier die Treppe sliden kann. So. Hier ist nichts, aber... Ich muss trotzdem hier unten mal um. Hier ist ein Item. Ein Liquid Blast. Können wir was einfrieren? Nein, Liquid ist ja eigentlich eine Flüssigkeit. Even a Cloud of Freezing. Ah, okay, doch, tatsächlich. Freezing Gas. Ah, Freezing Liquid stand ja auch da. Okay. Macht Sinn. Was ist das? Können wir das aufmachen? Anscheinend. Oh. Ach so, okay. Ja, nice. Neue Abkürzung. Okay. Cool, 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 cool. Aber da oben hin können wir ja noch nicht, ne? Hier ist ja auch noch was. So, level up by acquiring new skills. Each skill affects all essences. Es ist vom Level abhängig. When you die, current unspent experience drop. Genau, das heißt, rechts oben seht ihr die Erfahrung und die Erfahrung ist sozusagen wie die Seelen. Das heißt, wir können hier Items upgraden. Achso, wir haben Artefakte und wir haben Ringe, die wir upgraden können später. Dann haben wir hier die Talente. Können wir hier noch was einsetzen. Das receive 5% Bonus Shield Stability for every conflict Theron has. Buried enemies take more damage.
10 more during repairs. Increase damage healing sink. Aber da haben wir eh noch nicht. Also wir können nichts davon auswählen, weil wir diese komischen Punkte brauchen. Memory Points sind das. Essenzen verbinden. Genau, man konnte glaube ich nur 2 Essenzen miteinander verbinden. So war das glaube ich. Und hier können wir jetzt 1% Max Stamina. 2% Defense oder Max Health. Aber das ist ja auch komisch, also. Weil unsere Stamina ist ja von unserem Leben abhängig. Das heißt, wenn ich Leben erhöhe, müsste ich doch automatisch auch mehr Stamina haben. Ein bisschen komisch. Aber egal, wir machen mehr Leben. Was haben wir noch? Melee Power. Mehr Stamina. Haben wir nicht mehr genug? Doch, klar, wir haben noch 600. 1% Max Stamina. Was haben wir hier? Range Power, Max Health. Was haben wir hier oben? Achso, hier. Und die sind dann unterteilt in diese vier Essenzen. Das heißt, oben ist halt Theodor. Ja, Theodor sag ich schon. Throne heißt der. Oder Firone, wie auch immer. Und da können wir... Den werde ich, denke ich mal, auch am meisten spielen. Das heißt, wir gehen einfach nach oben. Hier ist auch noch Crit und Poise und alles Mögliche. Das heißt, wir gehen hier auf Defense. Dann gehen wir hier hoch. Weil Melee Power würde ich jetzt sagen. Doch wohl, kommt Melee Power. Und dann stecken wir noch einen Punkt. Noch einen Punkt in Melee Power rein. Ne? So, nee, da brauchen wir 413. Um das hochzumachen. Also, das ist gar nicht davon abhängig, wo der Skill ist, sondern je weiter man kommt, desto eher gibt man halt, also desto mehr Erfahrung gibt man aus. Also so ähnlich wie beim Hochleveln halt in anderen Souls-like. Nee, nicht ganz. Wir müssen confirm. Hier. Da. So, jetzt haben wir es bestätigt. Müssen wir aber nochmal gucken, haben wir noch ein Item, was uns Erfahrung bringt oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Stimmt, sind jetzt, warte mal, wie waren das nochmal? Dadurch, dass ich jetzt beim Bonfire sozusagen war, die ganzen Viecher sind ja wieder da. Ja, genau. Oh, scheiße. Hab ich jetzt. Hier ist ja der werfende Spacken. So, weg mit dir. Na gut, jetzt haben wir wieder 500, das heißt theoretisch, ja, ich nehme jetzt noch ein Level mit. Weil ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht die Gegner sind. Stopp, ich muss mich hier hin. Würde ich lieber das eine Level noch mitnehmen. Und dann die zwei Typen nochmal killen. Machen wir jetzt. Max Heat. Ich weiß gar nicht, was Heat ist. Also. Warte mal, wir können ja mal. Mussten das. Max Heat. Move Switch Shows and Confirm Undo Add. Ah. Wir können jetzt auch mehr Defense oder mehr Leben mal dazu machen. Oder wir gehen jetzt direkt auf Melee Power. Bonus gibt es hier noch. Ja, wir machen das. So, bestätigen wir den Spaß. Dann haben wir nur noch 100 Erfahrungspunkte und die reichen eh bei weitem nicht aus, um hochzuleveln. Das heißt, wenn ich die auch wirklich verliere, ist das jetzt nicht ganz mehr so schlimm. Ich könnte jetzt hier hoch oder ich gehe. Ah, ist eigentlich egal, scheiß drauf. Killen die jetzt einfach. Oh mein Gott, hat er mich jetzt echt getroffen? Aua, meine Fresse.
Kill mal dein Leben. Warum bin ich überhaupt nicht ausgewichen? Keine Ahnung. So, wir können hier auf jeden Fall weiter. Können wir trotzdem wieder hoch oder was? Ach so, okay. Sah nicht so aus, als ob ich nicht wieder runter hochkomme. Ancient Seed. Das jetzt schon wieder. Increase Stamina Rack. Aha, okay. Gut. Nicht so richtig. Aber für den Anfang nicht. So, hier ist noch ein Kollege. Ist dich. Schön Parry in die Fresse. So. Du kannst dich jetzt auch mal schön verpissen. So, wir können jetzt hier rechts runter, aber hier kommen wir auf jeden Fall nicht mehr hoch. Gehe ich mal stark davon aus. Also wir gehen mal kurz hier hin. Gucken mal an, was hier abgeht. Was? Both you and your enemies can be afflicted by build-up. Achso, gut, das ist genauso wie Brennen, Bluten, Korruption und Einfrieren. Das ist schon klar. Das heißt, da kommt jetzt vielleicht gleich ein Gegner, der mich mit irgendeiner Scheiße beschmeißt. Ja. Oh, okay, das Item. So. Okay, da können wir ein bisschen Erfahrung nachholen. Ist das denn hier hoch? Oder? Handle is missing. Ach so. Okay. Das heißt, wir brauchen hier so ein... Wie nennt sich das denn? Nicht Ventil, sondern... Ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Ja, wo bin ich jetzt dann? Wenn ich jetzt hier hochgehe? What? Achso, ich bin hier. Okay. Ich wollte schon sagen, das sah eigentlich alles so ein bisschen gleich aus. Hier holen wir uns das Item noch ab. So. Bam. Okay, das ist auch nochmal ein Experience-Item. Das kriegen wir noch ein paar Seelen sozusagen dazu. Hier müssen wir uns jetzt um die Spinnlein kümmern. Ach du Scheiße, seit wann kannst du denn springen? Alter. Einmal gemacht, Alter. Auf einmal machen die das. Oh mein Gott. Geh mir nicht auf den Piss. Doch nicht dein Ernst. Vorher nicht einmal gesprungen. Auf einmal springen die Scheißviecher. Was soll denn das? Ist das? Oh, okay. Gut. Das ging jetzt aber schnell. Dass ich jetzt das Item gefunden habe, was ich brauche. Kann ich hier runterspringen? Nee, dann bin ich tot. Aber ich kann das hier aktivieren. Oder auch nicht. Was jetzt funktioniert? Nee. Nee. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Und können hier einfach runter. Geht am schnellsten. Warum kann man nicht sliden? Weiß. Kann auch nicht schneller runter. Also die Leiter runter. Wir das schon oder aus rein schön ein Terry in die Fresse. Oh mein Gott, ist früh. Aua, ich kümmere dein scheiß Leben. So, hier haben wir noch ein Item. Okay. Runterspringe, komme ich jetzt nicht wieder hoch, ne? Ne, Quatsch, da ist einfach ein Dings. Das ist einfach eine Treppe. Oh, ich weiß, wo kommt ihr denn her?
Okay. So. Hier ist nicht außer Patrobin. Vorne ist noch ein Typ. Achso, das ist hier so ein Kollege, der schmeißt. Das ist eine Karte. Was denn, Alter? Hier in der Luft ist. Wie so eine Essenz aus oder so. Das kann ich nicht angreifen. So. Okay, können wir hier hoch oder was? Nee. Ah, hier ist eine Leiter. Oh, wo bist du denn? Hallo? Ach, das ist die zweite Essenz anscheinend, die wir freischalten. Kriegen wir jetzt bestimmt auch nur eine kleine Backstory. Ja. Of the Agisi Romi people, worshipper of our mother, goddess life. Ah, das ist der Schurke. Den habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Ich habe, glaube ich, 3 von insgesamt 4 Essenzen in der Alpha-Demo gespielt. Also das heißt, den Part müsste ich jetzt auch schon kennen. Aber bloß das Level, wo ich die freigeschaltet habe, war halt ein bisschen anders. Toast to our leader, Anna Lepus. May she receive our mother's blessing and endure until the coming of next summer. Thank you, my friends. Today, as the summer begins, Goddess Life grants us once again with love and fertility. Let us honor her gifts by rejoicing in the glory of being here, now, together. Blessed be our days. Don't you ever worry, Chief. Hä? Achso. Ja, es geht erst irgendwo da weiter. For us, Igis Romi, life is not a quest for meaning, a burden to bear or a debt that must be paid. It's a celebration. Or at least it should be. Hey, Sarge. Just from their looks, you can tell they're non-believers. Goddess, eh? Price just went up. 100 crowns. 100? For passing through? That's preposterous. Safeguarding the roads against scum like you doesn't come cheap for the church. If you don't have the coin, however, no bother. We could always arrest you for... Here you go, Sarge. 100 crowns. That's a little something for you fellas. Move along. That was too great a bribe, Chief. We'll make 10 times that much with our contraband. Let's not get greedy. It is not greed that concerns me. It's drawing attention. To the Church of Death? Anyone not following their bleak and sad creed is the same sack of shit they call us cultists. Like it's a bloody insult. And it doesn't matter if you're actually in the Cult of Life or not. Anna Lepus, you're under arrest for leading a criminal organization. They made us do it, Anna. They killed Merrick. They would kill your children. Forgive us. Take her. Okay, sie steht anscheinend auf der anderen Seite. Anything serves as an excuse to oppress us. Nah. It's a lost cause to defy him. It's now. Ready yourself. I'm ready. Let's get out of this shit. I've got the one on the right. Ach so, hier. Nice. Ach so, eingefrorene Gegner können auch gebackstabbt werden. Und man kann nicht nur RB, sondern auch RT benutzen anscheinend. Das heißt, es sind dann anscheinend 2 verschiedene Backstabs.
are you headed? Back to your people? I have no people. I'll go where there's coin to be made. Sure you don't want to come to Akratia? It so happened, I was pretty cut out for the assassin's way of life. City is bound to attract bad attention from the church. And getting by becomes much easier when the only person to care about is yourself. Hey, das ist ein bisschen kacke. Sich das überschneidet. Das ist die, der eine Part von der Geschichte ist noch nicht zu Ende und der nächste fängt an und das überschneidet sich halt im Ton. Das ist ein bisschen kacke. Aber ich find's cool, dass hier diese, sag ich mal, diese Erzählungen, dass die halt so ein bisschen interaktiv sind. Genau, das ist einfach ein Assassin, diese Anna. Unaware of Frozen Recent Handwerks, klar. RB, LT und dann. Achso, und wir haben noch. Wir haben auch einen Crossbow. Das heißt, wir können halt Gegner. So hier. Oh. Können wir Gegner von der Reichweite killen mit dem kleinen. Mit der kleinen Armbrust. Dann haben wir halt so einen Sprungangriff und normalen Angriff. So. I don't know whether finding that kid was a blessing or a curse. But it's what got me to Akratia, the Forbidden City. Just say there's no one left to care for him. Then Akratia will be his home from now on. We'll find him a family. You're Anna Lapis, right? Helena told me of this Gisi Romeo assassin. Okay. Refused by death. Na toll. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich ausprobieren wollte, ist, ob ich halt diese Treppen. Ja, eigentlich nur so eine Scheiße. Oh mein Gott, wirklich? Muss ich das jetzt alles nochmal von vorn machen? Bitte sag, nee, oder? Oh mein Gott, ist das dämlich. Jesus, ist das dumm. Ja gut, dann würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Beziehungsweise wir machen beim nächsten Mal dort weiter. Wo ich jetzt verkackt habe. Weil das ist doch bodenlos, Alter, dass ich das jetzt nochmal von vorne machen muss. Das ist ja übelst dumm. Vor allem, weil ich dachte, man ist ja irgendwie in einer Erinnerung oder sowas und man kann da halt eh nicht sterben. Also, dass da halt eh gefühlt nichts passiert. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal aus Spaß ausprobiert, ob man da sterben kann. Aber anscheinend, ja, man kann da sterben. Ja. Oh mein Gott, wieso explodieren die scheiß Spinnen schon wieder? Ist das bitter. Achso, warte mal, stimmt. Wir müssen ja nicht hier hin, wir müssen ja hier runter, ne? Arschdämlich, finde ich. Oh, Item. Okay, das ist wieder so ein... Komm mal her, Kollege. Ich parren wir jetzt mal. Oh. Oh, das war kein Parry. Machen wir jetzt noch einen. Hä? Das hat jetzt irgendwie gefühlt nicht funktioniert. Ja gut. Müssen wir jetzt diese komplette Erinnerung... Beziehungsweise... Ist das überhaupt eine Erinnerung? Ich weiß es nicht. Aua. Müssen wir das jetzt auch komplett von vorne machen, oder was? Würde ich jetzt irgendwie nicht so cool finden. Ehrlich gesagt. Das würde ich so gar nicht cool finden. Oh mein... Alter. Den Kollegen habe ich ja schon komplett vergessen. Das Ding ist ja auch noch, wir haben 1000 noch was... verloren. Oh ne, die sind zum Glück hier, ne? Oh, Gott sei Dank.
können wir nicht mal überspringen. Ja gut, aber wie gesagt, ich würde sagen, das mache ich jetzt nicht nochmal von vorne, zumindest nicht in diesem Video. Nein, willst du nicht. Oh mein Gott. Okay. Gut, wie gesagt, das machen wir jetzt, zumindest den Part machen wir jetzt im nächsten Video. Ich muss dazu sagen, also die zwei großen Kritikpunkte, die ich halt hatte, wo ich nur knapp eine Stunde oder so gespielt habe, also in der Demo, die sind eigentlich komplett weg. Das heißt, die Performance, obwohl ich jetzt komplett auf Ultra gespielt habe, kann ich euch nochmal zeigen, hier Video, also ich habe alles auf Ultra, das war auch automatisch eingestellt. Sync hatte ich jetzt auch nicht an, aber das habe ich, glaube ich, vom Spiel aus selbst, beziehungsweise von meiner Einstellung habe ich jetzt auf 60 FPS gespielt. Und FPS ist, glaube ich, nur einmal gedroppt und das war, waren das, ich glaube, bei irgendeiner Cutscene oder so, ist FPS mal gedroppt, irgendwie auf 40, aber sonst hatte ich immer so 55 bis 60 FPS, wenn nicht durchgängig 60. Und dieser Punkt mit dem Ausweichen, ja, es ist halt, man muss sich dran gewöhnen, denn jeder Dodge ist in jedem Souls-like eigentlich anders. Jedes Souls-like hat halt seine eigenen Elemente und ich find's okay. Ich find's halt bloß komisch, die Entscheidung dazu, dass du bei Boss-Gegnern diese, wie kann man das sagen, diese Slow-Motion, das heißt, dass alles so in Zeitlupe ist, dass es beim Boss-Gegnern in Zeitlupe ist, aber bei normalen Gegnern sieht das halt so aus. Das heißt eigentlich eine normale Dodge-Rolle oder ein normaler Dodge-Ausweichen, wie auch immer. Finde ich ein bisschen komisch. Also wenn, dann hätte das bei kleinen Gegnern und bei Bossen genau gleich sein müssen. Ich weiß es natürlich nicht, ob das jetzt beim nächsten großen Boss vielleicht doch anders sein wird. Aber ich gehe stark davon aus, dass jetzt diese Zeitlupe, was wir jetzt bei dem ersten Boss gesehen haben, dass das auch genauso sein wird. Ja. Aber wie gesagt, da muss man sich halt dran gewöhnen. So, bis dahin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Deathbound.